Die wichtigste Energiequelle für alles Leben auf der Erde ist die Sonne. Pflanzen, Algen und einige Bakterien können Sonnenenergie direkt einfangen und speichern. Wie kann man das technisch nachbauen? Ein künstliches Blatt, das Sonnenlicht sowohl einfängt als auch für die spätere Verwendung speichert. Die einzelnen Bausteine gibt es schon. Mit Solarzellen fangen wir das Sonnenlicht ein und erzeugen Strom. Mit diesem Strom kann man per Elektrolyse Wasser spalten und daraus Wasserstoff gewinnen und so die Energie speichern. Für ein künstliches Blatt müsste man beide Bausteine kombinieren. Und da liegt das Problem. Denn dafür müssten die Solarzellen ins Wasser eintauchen. Und das vertragen sie nicht. Im Wasser gehen sie kaputt. Und noch ein Problem. Die Wassermoleküle halten fest zusammen. Um Wasserstoff vom Sauerstoff zu trennen, braucht man einen Katalysator. Platin würde gehen. Aber Platin ist teuer. Gesucht ist ein Katalysator, der billig ist und trotzdem effizient. Am besten wäre ein neuer Katalysator, der zugleich die Solarzelle vor dem Wasser schützt. Super effizient und hauchdünn, sodass die Solarzelle immer noch Sonnenlicht einfangen kann. Viele Forschergruppen arbeiten daran, neue Katalysatoren zu finden. Unser Vorteil am Helmholtz-Zentrum Berlin, wir haben BESSI 2, unser Synchrotron. Mit dem speziellen Röntgenlicht von BESSI 2 können wir ganz genau beobachten, was da alles passiert zwischen Wasser und Solarzelle und Katalysator. Und dann dafür sorgen, dass sich alle vertragen. So kommen wir dem künstlichen Blatt Schritt für Schritt näher.